Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zur ersten Folge Lebendige Welt Staffel 3. Ja, wir haben ja das letzte Mal... ich hab was voll vergessen, das letzte Mal zu erzählen. Die Soraya hatte ihren dritten Geburtstag mittlerweile schon. Das ist jetzt 5 Tage alt, die Nachricht. Für mich ist heute der... Lass mich auf meine kleine Uhr gucken. Der 20.02. Heißt, am 15. hat sie Geburtstag. Das müsste, ich meine, am 15. habe ich sie auch erstellt. Am 15. Februar, ja, das könnte ungefähr hinhauen. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Und zwar kriegt man zum dritten Geburtstag eine Schriftrolle der Erfahrung, wo man direkt, wenn ein Charakter noch nicht Level 80 ist oder noch Level 30 noch nicht erreicht hat, kann man direkt den Charakter damit auf Level 30 ziehen. Das ist mega cool. Man kriegt 2 Geburtstagsverstärker, 5 Teleporter zum Freund und bekommt fest Farbpaket. Genau, und da kann man sich dann verschiedene Farben aussuchen. Wir haben zum einen Karmesinrot, der Löwe, Glinzfarben, wir haben Timey-Farben. Bei Timey sind alle Elektrofarben drin. Die habe ich mir zum Beispiel damals direkt als erstes immer ausgesucht. Man hat aber auch hier Farbkit des Löwenstein-Überlebenden. Ganz, ganz viele. Da sind verschiedene Farben mit bei. Das sind zum Beispiel viele Blautöne hier. Das sind eher Rottöne und Orangetöne. Und man kann auch ein bisschen im Handelsposten gucken, um da zu schauen, welche sind sehr teuer. Zum Beispiel, dass man sich die dadurch schon mal spart. So, genau. Wir sind aber heute eigentlich hier, um an Air zu gedenken. Und zwar hier Gedenksfeier für Air. Wir sind jetzt in Hölbrug. Direkt vor der Heimatinstanz, nicht vor in der Heimatinstanz, stimmt. Und starten jetzt erst Gedenksfeier. Genau, in der letzten Folge von der Erweiterung Heart of Thorns haben wir Traherne als auch er verloren. 2 unserer Freunde, heißt, wir haben jetzt mittlerweile schon 3 oder 4 Freunde verloren. Insgesamt. Und da ist Knut Weißbär. Ihr habt es geschafft. Ja klar, haben wir es geschafft. Knut. Sie war eine liebe Freundin. Gehen wir weiter. Meine Leute werden froh sein, dass ihr kommt. Einige könnten Fragen haben, was passiert ist. Ich hoffe, das ist nicht der Grund. Die Sache macht mir selber noch Kopfzerbrechen. So geht es uns allen. Vielleicht ist das die Antwort, die Bram suchen ging. Er ist nicht hier? Nein. Er hat das arrangiert und ist dann in die Berge. Oha. Das Feuer, das in dem Jungen lodert. Die Diener Jormaks, die ihm über den Weg laufen, tun mir beinahe leid. Klingt, als arbeite er sich in echter Bram-Manier durch. Gut. Macht es euch bequem. Euer Tribun geht euch mit gutem Beispiel voran. Ich gehe dann jetzt mal, Kommandeur. Sprecht nach Herzenslust mit den Leuten und feiert. Oder erweist ihr allein die letzte Ehre. Erst Geist werdet ihr so oder so erreichen. Das stimmt. Unsere gute, gute Freundin. Sie hatte ihn auf frischer Tat ertappt und wir alle wussten es. Was sollte er schon tun? Bitten? Betteln? War nicht sein Stil und er hätte es ihm sowieso nicht abgenommen. Also ist er einfach in den Abgrund gesprungen. Tja, sie verwehrt ihm die Genugtuung, entkommen zu sein. Auch wenn er nur in den Tod entkommen wäre. Sie hat ihn erschossen, ehe er unten ankam. Verflucht nochmal, diese Norm wusste, wie man Rache nimmt. Ah, das sind vergangene Geschichten. Das, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Wieso hat eigentlich nie jemand einen Wandteppich aus diesem Augenblick geknüpft? Hey, schön euch zu sehen, Kommandeur. Gleichfalls, gleichfalls. Auch hier, um eher ein wenig Beifall zu spenden. Die Sache wurde einfach zu ernst. Man soll sich unbedingt an die richtige R erinnern. Da hat er recht. Hey, ihr seid doch dieser Ridlock-Bremsklotz, der Wiedergänger, stimmt's? So in etwa. So, und jetzt tu deinem Onkel Bremsklotz einen Gefallen und schwör ab. Dein Onkel. Aber ich will nicht über die Blutlegion hören. Wie geil. Meinst du nicht, es würde mehr Spaß machen, allein in einer Ecke zu sitzen und still vor dich hinzuweinen? Nö, das passt schon. Ja. Habt ihr von Soja oder Logan gehört? Ich hatte die Daumen gedrückt, dass sie es beide schaffen würden. Bei meinem letzten Besuch lagen beide noch auf der Nase. Okay. Üble Sache. Mordremos Tod ist uns wahrhaftig teuer zu stehen gekommen.
Wisst ihr, wenn die beiden außer Gefecht sind, Snuff und er nicht mehr da und Keith, naja, da gibt es die Klinge des Schicksals eigentlich gar nicht mehr. Tut mir leid, Ridlock. Ich weiß, wie viel euch das bedeutet hat. Tja, aber es hat wenig Sinn, zurückzuschauen. Vielleicht ist es Zeit für einen Neubeginn. Eine neue Gilde? Würde er... Sie würde nicht wollen, dass wir uns in ihren Tod so hineinsteigern wie sie in Snuffs. Bedauern bringt einen nirgends hin. Und Tyria würde vermutlich besser schlafen mit der Drachentöterin an der Spitze einer neuen Gilde. Wir könnten viel Gutes tun. Es lief zwar nicht perfekt, aber unsere kleine Gruppe war doch recht erfolgreich gegen Mordremos. Wie würden wir sie denn nennen? Rasiermesser des Schicksals! Nee, danke. Keine Gilde namens Rasiermesser des Schicksals an. Wie wäre es mit Drachenwacht? Drachenwacht. Das gefällt mir. Mhm. Darf ich mitspielen? Nein. Aber ich habe das magische Schwert von meinem Onkel Beamish. Nein, noch nicht. Krass. Was denn? Was ist hier los? Wo denn? Findet heraus, was los ist. Nee, das ist Jora. Halbwand. Seht mal, wer da ist. Ruht in Frieden, ihr. Mögen die Berge ihren Namen bis ans Ende. Da ist Garm! Oh, hat sich verletzt. Oh Gott, Rox, wo hast du den denn aufgegabelt? Hallo, Schatzi. Oh, du arme Sau. Rox, ihr und Garm. Kommandeur, was macht ihr hier? Wo bin ich denn hier reingeraten? Auf Air. Zum Gedenken an Air. Ein besseres Geschenk hättet ihr nicht mitbringen können. Das stimmt. Ja. Ausgezeichnete Arbeit. Wir sind beide hungrig und müde. Ich war nicht gefasst auf all das. Und Garm ist verletzt. Bringen wir ihn so schnell wie möglich zu einem Heiler. Was kann ich tun, um zu helfen? Ich schicke nach einem Heiler. In der Zwischenzeit gibt es jede Menge zu essen. Ich mach das schon, Rox. Ruht euch aus. Wie krass hat sie Garm eigentlich einfach gefunden? Wie krass. Beruhigt Garm. Hallo, Schatzi. Findet etwas Schmackhaftes. Ich bin zwar Vegetarierin, aber man soll... Was? Nee, ich will hier das da. Nicht mit Kaninchen reden. Ich will das Stück Fleisch haben. Bitteschön. Jetzt bist du zu Hause. Na, jetzt kann dir nichts mehr passieren. Oha, das wusste ich gar nicht mehr. Ich dachte, wir finden den irgendwann mal. Aber stimmt ja. Die Rox kommt ja mit ihm. Was ist hier für eine Sprechblase? Mögen die Geister euch leiten in diesen Zeiten des Endes. So viele von denen, die gekommen sind, haben Fragen über Air, doch sie wollen euch nicht damit behelligen. Was ereignet sich um Airs Tod herum? Rekapitulation. Ja, wie war es? Wie war sie als Kind? Was hat sie auf dem Weg zur wahren Göttergröße gebracht? Erzählt mir die längste Geschichte von Air, die ihr kennt. Ich erzähle euch, wie die Klinge des Schicksals entstand. Oh ja, das ist doch spannend. Asura, Snuff und Soja begegnete er zunächst hier, in ihrer Heimstadt. Sie kamen, um eine Steinskulptur von Snuffs Kopf in Auftrag zu geben. Mhm. Bei den Sitzungen in Ratasum wurden sie Freunde. Dann kehrten die drei gemeinsam mit Garm nach Holbrak zurück. Ich werde nie vergessen, wie schockiert die Bürger Holbraks dreinblickten, als sie aus dem Asura-Portal kamen. Snuff und Soja saßen beide in riesigen Golems mit den Steinköpfen, die er für sie gefertigt hatte. Sie überfielen eine eisige Drachenbruthöhle und aus den Eisscherben dieser wilden Schlacht erwuchs eine dauerhafte Freundschaft.
Für viele der Eisbrot schlug an diesem Tag die letzte Stunde. Doch es gelang er nicht, Jormags Leutnant zu töten. Die drei, nein, vier, wenn man gar mitzählt, humpelten zurück nach Holbrak, ohne ihre Golems und ihren Stolz. Aus Rache entfesselte Jormags Leutnant einen verheerenden Eissturm über Holbrak, der viele geliebte Bewohner das Leben kostete. Uha. Knut Weißbär war außer sich vor Wut und verstieß er, bis es ihr gelingen würde, die Bestie zu bezwingen. Was? Er ging nach Löwenstein, wo sie auf eine Gilde gesetzloser Grubenkämpfer namens Stählerne Klinge traf. Ah. Im ersten Kampf, den sie je gemeinsam ausfochten, traten sie gegeneinander an. Okay. In der Grube kämpften er und ihre Freunde, die sich Sturm des Schicksals nannten, gegen die Stählerne Klinge und siegten. Dafür verlangte sie, dass die Stählerne Klinge ihr beim zweiten Angriff auf den Drachenleutnant behilflich sein sollte. Mhm. Die Kämpfer der Stählernen Klinge mussten sich fügen. Richard okay. Logan Thackeray und die erstgeborene Kate genau. schlossen sich erst Sache an. Bei erst nächstem Besuch in Holbrak kam sie mit der Klinge des Schicksals. Sie zogen weiter, um den Leutnant der Drachenbrot zu vernichten. Das war die erste von zahlreichen wichtigen Schlachten, die sie gemeinsam schlagen und gewinnen sollten. Wow. So ist die Klinge des Schicksals überhaupt erst zusammengekommen. Wie krass. Genau, Garm hat sein Fressen gekriegt. Dann reden wir mal mit Rox. Ich kann es immer noch nicht glauben. Wie habt ihr Garm gefunden? Ich habe ihn von der Absturzstelle aus verfolgt. Ach so. Der Dschungel wimmelt immer noch vor Mordrim. Oh. Manche von ihnen waren ziemlich verstört ohne die Stimme ihres Herrn. Der arme Garm folgte erst Spur mitten hinein. Nein, Schatzi. Er hat Glück, dass er noch am Leben ist. Wir alle beide. Bram wird sich so freuen, wenn er zurück ist. Er ist nicht hier? Nein, er ist in den Bergen und lässt etwas Dampf ab. Tja, ich werde bei Garm bleiben und dafür sorgen, dass es ihm gut geht. Das ist gut. Wenn er bereit ist, können wir versuchen, Braham einzuholen. Ich bin sicher, die kalte Luft wird Garm gut tun nach all der Hitze im Dschungel. Allerdings, wenn ich im Leben nie wieder einen Taschenraptor sehen muss, werde ich glücklich sterben. Na los, tun wir endlich das, weswegen wir hier sind. Ja, Ehrgedenken. Ehrt er so, wie ihr es wünscht. Okay, was bedeutet das? Ihr könnt ganz sicher sein, dass man sich an eure Legende erinnert. Das Einzige, was dieses wunderschöne, ungefertigte Kunstwerk braucht, wäre ein Strauß Blumen zu seinen Füßen. Vielleicht gebe ich einen. Vielleicht gehe ich einen pflücken. Okay. Wo haben wir Blumen? Hier ist Musik. Ja, die Geister der Wildnis zu kanalisieren, das ist doch eine gute Idee, oder? Sie war eine große Bildhauerin. Ihre Inspiration und ihr Können vom Raben. Und vom Bären. Ne? Die Bären verleiht uns unsere Wildheit. Und die Bären liebte er. Da machen wir die Geister, dass sie ihr, da wo sie jetzt ist, Gesellschaft leisten. Da ist die Leopardin. Es ist alles so ergreifend. Ja, das hatte sie. Meisterin der Tarnung. Geschichte. Sie macht dir viel Ehre mit dieser Statue. Und die letzte. Ich meine, es sind vier Geister, ne? Genau, und Wolf. Deshalb hat sie auch ihren Garm. Der Wolf hat er in jungen Jahren auserwählt. Das stimmt. Ihr macht ihr Ehre. Dieser Geist weiß um die Bedeutung des Rudels. Und ihr wart Teil ihres Rudels. Das stimmt, sie hat uns von Anfang an zu unserer Legende aufgebaut. Hallo Wolf. Was können wir hier machen? Das hatten wir ja schon, das wussten wir ja jetzt. Seid ihr grüßt. Ihr sollt ja dabei gewesen sein, als er starb. Was hat sie getötet? Es war ein mächtiger Drachendiener.
Einer von Mordremors gefährlichsten. Eine Abscheulichkeit. Ich hörte, es sei das Oberhaupt des Albtraumhofes selbst gewesen. Ich kann es nicht. Ist das wahr? Der Todesstoß kam nicht von ihr. Das war ein bösartiger Dschungelräuber namens Rankenzahn. Okay, das haben wir auch gemacht. Wo finden wir Blumen? Ich hätte gern eine Blume. Ah, wird erst Statue pflücken. Da sind Blümchen. Und da ist noch eine. Haben wir noch irgendwo Blumen? Nee. Oh Gar, mein Schatz. Oh nee, das ist nicht Gar. Gar schläft. Für euch eher. Würde es euch etwas ausmachen, mir ein bisschen heißes Wasser zu bringen? Gar ist von oben bis unten mit Blut und Dreck verkrustet. Ihr könntet mir dann helfen, ihn zu waschen, wenn ihr möchtet. Das machen wir natürlich sehr gerne. Dann reden wir mit ihm nochmal. Schnell? Ja. Sie starb im Kampf. Sie hat nicht lang gelitten. Zum Glück. So, was können wir noch machen? Dann sprechen wir mit ihm mal. Er liebte Musik. Wenn euch dann danach ist, dürft ihr gerne zu Ehren unserer lieben dahingeschiedenen Freundin das Tanzbein schwingen. Hier befindet sich erst Monument in guter Gesellschaft. Bittet Stegalkin alle zu versammeln, um einen Trinkspruch auf Er zu geben. Ach, hier. Ja. Leute, leiht uns euer Ohr. Diejenige, die mit erster Galkin Saitan getötet hat, möchte ein paar Worte sagen. Ja. Wir alle haben jemanden verloren, den wir liebten. Und solcher Schmerz kann überwältigend sein. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass der Schmerz uns daran hindert, ohne die anderen weiterzuziehen. Ohne sie. Stattdessen ehren, feiern wir ihr Leben, das Geschenk, das sie war. Er ist ein Teil von mir. Ein Teil von uns allen. Wie sollen wir die Geister der Wildnis dafür preisen? Indem wir selbst weiterleben. Und zwar größer, besser und kühner. Wir lieben, lachen, verteidigen unsere Welt. Wir kämpfen für das, was richtig ist. Wir tun, was sie getan hätte. Kameraden, Jäger, ihr Helden. Auf Er! Auf Er, ne? Auf Er, ihr den Geistern. Ihre Legende lebt weiter. Auf eine große Kriegerin, Freunde. Bis wir uns zu ihr mit und den großen Geistern gesellen. Was leuchtet da hinten jetzt? Ah, das ist von Garm. Okay, da ist das Wasser dann, was wir dann holen können. Okay. Dann reden wir erstmal mit Knut Weißbär. Kommandeur, das hier ist gerade für euch gekommen. Ja. Mögen wir alle ihr Andenken bewahren, bis wir uns zu ihr und den großen Geistern gesellen. Ja, das ist doch schön. Sie wird immer bei uns sein. Sie hat uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind. Ohne sie würden wir gar nicht in dem Sinn existieren. Und zwar hat unsere Timey geschrieben. Hallihallo, ich habe etwas ganz Fantabulöses für euch. Kommt her, so schnell ihr könnt. Es gibt ein Portal in Ruatazoom, aber das ist streng geheim. Zum Glück kennt ihr mich ja. Geht nach Ruatazoom und haltet Ausschau nach dem Golem-Abenteuergehilfe ZK-496i. Er kann euch reinlassen. Monument in guter Gesellschaft. Okay. Wo ist denn Garm? Ich würde gern das Wasser bringen. Wo ist denn unser Garm? Der liegt nämlich hier nicht mehr. Da ist Garm. Hallo, Schatz. Dann gehe ich mal nach Ruatanovus. Redlock, kommt ihr mit? Klar, aber unterwegs muss ich mich um etwas kümmern.
Genauer gesagt, jemandem erzählen, dass ich mich nicht um etwas kümmern werde. Okay. Vergesst es. Wir treffen uns dort. Okay. Klar. Rox, Redlock hat mich überredet, eine neue Gilde zu gründen. Wäre toll, wenn ihr mit dabei wärt. Und gebt die Einladung an Bram weiter, wenn ihr ihn seht. Ach, nein, lasst nur. Das tue ich persönlich. Er soll nicht denken, dass wir die Klinge des Schicksals nach dem Tod seiner Mutter einfach ersetzen. Schon klar. Und ich glaube, er auch, wenn die Zeit gekommen ist. Das stimmt. Wir haben Ers Gedenkfeier abgeschlossen. Unsere arme Er. Leider konnten wir jetzt nichts groß mit Garm machen. Ich kann dieses Wasser nicht nehmen, keine Ahnung. Lässt er mich leider nicht. Ich kann hier F drücken, wie ich will. Darf ich leider nicht. Also man kann dann halt Garm noch dieses Wasser bringen, ihn sauber machen, ihn streicheln, meine ich. Genau, genau. Das kann man halt nochmal. Da ist ja unser Schatzi. Gute Besserung, ne? Okay, für die heutige Folge würde ich aber sagen, war es das erstmal. Wir werden dann in der nächsten Folge nach Rata Zoom reisen, mit diesem Golem sprechen und mal schauen, was Taimi für uns hat, was es jetzt zu klären gibt. Generell, wie diese Reise jetzt weitergehen wird. Rox wird Braham dann scheint suchen gehen. Und ich fand an Ers Gedenken total schön. Wir haben ein bisschen getanzt, mit Freunden gequatscht, an sie gedacht. Und sie wird immer bei uns im Herzen bleiben. Und ich würde sagen, für die heutige Folge machen wir Schluss für heute. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Letzten Part haben wir ja ein bisschen Karte erkundet. Die letzte Karte von der Erweiterung Heart of Thorns. Und jetzt sind wir in der lebendigen Welt. Staffel 3 werden 7 Karten insgesamt erkunden können. Ich bin mal gespannt, auf welche Karte wir als allererstes kommen. Und ja, ich hoffe, du freust dich genauso sehr wie ich. Wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.